Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, was wir gerade gehört haben, was der liebe Herr Kollege Baumgärtner, was du, lieber Jürgen, vorgebracht hast, bringt es sehr schön auf den Punkt, was die Staatsregierung, was die CSU seit Jahrzehnten vollzieht, nämlich die Perspektive durch die Windschutzscheibe, Politik fürs Auto, Straßenbau, Straßenbau und Straßenbau. Das ist das, was Sie unter Verkehrspolitik verstehen, insbesondere für den ländlichen Raum. Und das greift zu kurz. Hier brauchen wir endlich was anderes, nämlich einen massiven Ausbau des ÖPNV. Und der Rückgrat des ÖPNV ist die Schiene, meine Damen und Herren. Dieses Tausender-Kriterium, wie es der Kollege Muttmann anfangs gesagt hat, für die Strecke vor Gotteszell-Fichtach, das ist ein Verhinderungskriterium für den öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum. Das Tausender-Kriterium muss endlich weg, genauso wie es andere Bundesländer ja längst abgeschafft haben, meine Damen und Herren. Auch der VDV, der Verband der Verkehrsunternehmen in Deutschland, fordert doch genau das Gleiche. Er fordert eine ganz lange Liste von Reaktivierungen von Bahnstrecken in Bayern. Und das sind doch keine Ideologen, wie Jürgen, wie du im Ausschuss gesagt hast, das Eisenbahnfahren im ländlichen Raum und das Reaktivieren von Bahnstrecken sei eine Ideologie. Ich glaube nicht, dass der VDV verdächtig ist, Ideologen an der Spitze zu haben oder zu beschäftigen. Das sind Fachleute und die fordern die Reaktivierungen in Bayern, 18 Stück. Und ideologisch, glaube ich, ist nur die Auffassung, auf dieser Zahl 1000 herumzureiten, stur und eine erfolgreiche Reaktivierung, wie wir sie bei Gotteszell-Fichtach zu haben, zu torpedieren und möglicherweise wieder aufs Abgleis, auf Abstellgleis zu schieben. Das ist Ideologie, lieber Jürgen Baumgärtner. Bayern ist beim ÖPNV, und auch das hast du ja gesagt, wenn nur zweimal am Tag der Bus kommt, ist das kein alternatives Angebot. Das sehen wir genauso, da sind wir uns einig. Bayern ist beim ÖPNV, insbesondere im ländlichen Raum, absolut rückständig. Bayern muss hier nachholen. Bayern braucht einen Stundentakt, auch auf dem Land, in jedem Dorf, so wie andere Bundesländer wie Baden-Württemberg das aufziehen. Dazu. Und rückständig, meine Damen und Herren, ist Bayern auch dort. Wenn, es gibt ja nicht nur das eine Reaktivierungskriterium mit den 1000 Personen pro Streckenkilometer. Es geht ja auch so weit, dass als Kriterium gefordert wird, dass an der Strecke dem Freistaat kein einziger Euro an Investitionen entsteht. Bayern will kein Geld für die Schieneninfrastruktur ausgeben. Bayern sagt, da ist das Freistaat nicht zuständig. Die Staatsregierung deutet mit dem Finger auf den Bund. Ich frage Sie, ist denn Bayern zuständig für die Raumfahrt? Das ist es ganz bestimmt nicht, und trotzdem haben Sie 2 Milliarden dafür übrig. Reparieren Sie lieber Bayerns Gleise, da haben wir alle mehr davon, insbesondere im ländlichen Raum, meine Damen und Herren. Oder legen Sie einen Schienennahverkehrsplan vor und hören Sie auf, das Gesetz zu brechen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, als Staatsregierung alle 2 Jahre einen neuen Schienennahverkehrsplan vorzulegen, und tun es seit 2003 nicht. Ja, seit 2003 warten wir auf einen neuen Schienennahverkehrsplan. Da könnte dann zum Beispiel auch systematisch drinstehen, welche Gleise, welche Schieneninfrastruktur wir in Bayern brauchen, um ein gutes öffentliches Verkehrsangebot zu schaffen. Und ein weiteres Beispiel, wo die Staatsregierung handeln müsste: Schaffen Sie doch wie in Baden-Württemberg beispielsweise ein Schieneninfrastrukturgesetz, in dem Investitionsmittel bereitgestellt werden für die Strecken im Schienenverkehr. Auch wenn der Bund für die Gleise zuständig ist, wollen wir doch einen Schienenverkehr für unsere Bürgerinnen und Bürger in Bayern zeitnah verbessern und auf die Beine stellen. Mit dem Schieneninfrastrukturgesetz könnten Mittel bereitgestellt werden, insbesondere auch für die nicht bundeseigenen, für die Nebenbahnen, meine Damen und Herren. Baden-Württemberg kann das. Wir brauchen das auch in Bayern. Und abschließend, Sie reden gerne von gleichwertigen Lebensverhältnissen, und das tun Sie zu Recht, weil das ja auch ein Verfassungsauftrag ist für uns in Bayern. Und deswegen appelliere ich nochmal an Sie, geben Sie sich einen Ruck, schaffen Sie mehr Möglichkeiten, ein Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum auf der Schiene zu schaffen. Geben Sie eine Chance, machen Sie den Weg frei für eine Chance für die Fuchstalbahn, für die Ilztalbahn, für die Steigerwaldbahn, Gotteszell-Fichtach haben wir schon gehört, Volkach-Seligenstadt, Dombühl, Wilburgstetten und so weiter und so fort, wie die ganzen stillgelegten Strecken in Bayern alle heißen. Wir brauchen neue Kriterien in Bayern, so wie es die anderen Bundesländer auch gemacht haben. Und jetzt können Sie durch die richtige Abstimmung dafür den Weg freimachen, meine Damen und Herren.